Barcas Irrerplan mit Neymar, das vor kurzem noch undenkbare, scheint immer realistischer zu werden. Neymar könnte PSG noch in diesem Sommer verlassen. Globo Esporte, Brasiliens führendes Sportmedium, berichtet nun, dass José María Bartomeu, der Präsident des FC Barcelona, bereits Verhandlungen mit Neymar, dessen Vater und Beraterstab, über eine Rückkehr zu den Katalanen aufgenommen habe. Als Gegenleistung stehe die Dreingabe von Barca-Spielern wie Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé und Samuel Umtiti plus 100 Millionen Euro Ablöse im Raum. PSG plant mit Mbappé. Anders als bei Neymar sieht die Sachlage bei seinem PSG-Sturmpartner Kylian Mbappé aus. Auch dieser wurde zuletzt immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Im Gegensatz zu Neymar ist der Weltmeister für das Projekt PSG aber offenbar unverzichtbar. Ich bin zu 200% sicher, dass er auch nächste Saison bei Paris spielen wird, sagte Clubboss Al-Khelaifi zu France Football. Coutinho lehnt Wechsel zu Manchester United kategorisch ab. Paul Pogba scheint sich aus Old Trafford schon halb verabschiedet zu haben und auch die Red Devils selbst haben für die vermeintlichen Pogba-Millionen offenbar bereits ein Ziel ausgemacht. Philipp Coutinho vom FC Barcelona, für den es bei den Katalanen bei einer möglichen Rückholaktion von Neymar eng werden könnte. Doch der Brasilianer hat jetzt laut Sky klargemacht, dass ein Wechsel zu Manchester United für ihn keinesfalls in Frage kommt. Der Grund? Seine Vergangenheit beim FC Liverpool. Aus Respekt vor den Reds und ihrer Fangemeinde lehne er einen Transfer zum Erzrivalen United kategorisch ab.